Hey und willkommen zu einer neuen Let's Play-Folge zu Ab ins Schneeparadies. Ja, und das haben wir hier. Die Family geht nach Hause. Ja, wir hatten letztes Mal die Geburtstagsparty von den drei Jungs. Unser Leo, der ist älter geworden. Ja, schön die Stufen hier runter. Und den Glitzerschnee. Tschüss, Family. Schön war's mit euch. Oh, kommt ihr noch? Ja, geht noch hier. Fadet euch hier aus. Ja, meine Sims, die schlafen hier. Leo ist herangewachsen. Wir haben das glückliche Kleinkind-Merkmal bekommen und die Bude sieht aus wie die Sau. Also alles beim Alten hier. Sieht echt aus wie die Sau. Das Haus gibt es in der Galerie als Download, falls ihr das haben wollt. Alle Infos in der Videobeschreibung. Yuki, was machst du denn? Komm ab ins Bett mit dir, kleines Mädchen. Lass dir Kleiderschrank ausräumen hier. Nee, 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 nee. Nicht im Kleiderschrank spielen gehen, dein Kinderbett. Leo, wo bist du? Du bist im falschen Bett? Willst du nicht mehr Kind sein? Oh, das haben sie irgendwie da... Ist das, weil du ein bisschen pummeliger bist? Guckst du durch die Decke durch? Oder wieso ist das jetzt hier so? Das ist aber nicht so gut. Oder ist das das neue Bett? Willst du nicht in dein Kinderbett? Komm, geh in dein Kinderbett. Das ist besser hier. Schlafen. Ja, hier. Glücklich. Geburtstagsfreude wegen Geburtstagsparty. Nimm's nicht. Nichts nimmt einen so sehr den Schmerz des Alterns wie eine gute Party. Ja, du wirst auch schon so alt, Mensch. Ja, unser Manny von Modern Family, der Manny. Ist irgendwie voll ähnlich, ne? Ich finde das voll cool, der kleine Knuffel. Haben wir da automatische Lampen ein oder habe ich hier alles, alle Lichter hier? Mhm, ja. Ihr werdet hier bewacht von den Schneeparadiesgeistern. Ich habe heute ein bisschen was vor, und zwar dekoriere ich euer Haus. Oh, ist das cool hier draußen. Jetzt schneit es richtig ein hier. Wenn Schnee kommt, dann ganz hier, wa? Und zwar dachte ich mir, wir machen mal alle Lampen ein. Einschalten dieses Zimmer. So. Wie von Geisterhand. Und wir machen ein bisschen Deko, und zwar ein bisschen Adventsdeko, habe ich mir gedacht. Das ist schön. Und dann probiere ich noch, weil ihr habt ja da auch gevotet, aber wir haben gar kein Geld. Oh no. Und das mit dem Geld machen wir langsam echt hier zu schaffen, hier muss ich sagen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall haben wir ja in Jahreszeiten, gibt es schon eine Deko. Gucken wir mal. Ich glaube, mit der Kiste, das ist auf jeden Fall schon mal gut, weil da können wir dann einiges dann auch machen, was das Haus so ein bisschen dekoriert. Ich bin mal gespannt, ob man da auch die Plattform vielleicht dekorieren kann. Wir packen die mal hier hin, oder? Ja, die kostet schon 100, die Deko-Kiste. Das ist schon ein bisschen frech. Okay, dann haben wir das und dann haben wir kein Geld mehr. Ah, Frühlingszweige hier und was noch. Schade, ne? Wir müssen sparen für Weihnachten. Ja, so ein bisschen was hier. Ich möchte ein bisschen was haben. Ein bisschen Kitsch. Ein bisschen Kitsch muss rein. Sollen wir hier die Pflanzen entfernen? Oh, die schönen Pflanzen. 72 springt das nur. Wir machen das mal so. Genau, da gibt es voll die schönen. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Hier habe ich schon gefragt vor ein paar Folgen, ne? Oh, das ist cool. Das Rentier gefällt mir am besten. Das nehmen wir. So, nehmen wir mal das Rentier. Oh, das ist wirklich schön. Das springt hier drüber über den Balken. So kann man sich's auch schön reden. Ja, hier gibt es da noch sowas hier. Und die Kinder können natürlich auch malen. Dann müssen die Kinder halt was malen, ja. Gibt's nix. Deswegen müssen die Kinder was malen. Ja, Weihnachtsbaum müssen wir noch sparen. Hier 200, 190, wenn man selber macht. Spart man auch kaum was, ne? Die Rentiere sind ja mal toll. Die würden sogar in die Bude hier reinpassen. Voll das Rentierhaus. Jetzt haben wir nur Rentiere. Oh, die müssen wir ein bisschen davor packen hier, ne? Oh, wir haben so viel Platz hier auf der Veranda. Da kommen da Rentiere hin. So, welcome to our reindeer house hier. Ja, unsere Wächter. Unsere Schneewächter. Also ein bisschen Weihnachtskartendeko hätte ich dann auch noch gern. Bienchen, Laub hier, das ist ein bisschen weihnachtlich. So, vielleicht feiert ihr auch gar nicht Weihnachten. Könnt ihr mir auch dann schreiben. Ja. Ja, mit Family ist ja ein bisschen schwierig dieses Jahr, ne? Eieiei. Wir packen die mal hier so zentral, oder? Hier so zentral. Ja. Oh, jetzt haben wir kein Geld mehr. Nicht mal mehr für Essen. Aber Weihnachtsdeko ein bisschen. Die Kinder müssen malen. Ja, die Kinder müssen wirklich malen. Unsere kleinen Wichtel. Wir haben ja extra einen Maltisch auch. Kannst du das mal aufräumen? Oh, jetzt bist du schon aufgewacht. Oh, nee. Ich dachte, du schläfst noch auf. Ah, bist grün. Also gut. Komm, wir malen jetzt was Schönes. Kannst du was Tolles malen? Du hast doch hier tolle Fähigkeiten hier schon bekommen. Kreativität 2. Guck mal, da muss hier klappen. Winterbastelarbeiten her. Oder Feiertagsbastel. Winterfeststimmung hier, würde ich sagen. Oder?
Ja, Winterfeststimmung. Machen wir mal Winterfeststimmung Malerei. Da gibt es auch die Hüte übrigens von dem Festival, ne? Wann ist denn eigentlich das nächste Festival? Jetzt kommt nämlich wieder das Wochenende. Jetzt müssen wir wieder gucken. Eins ist immer am Wochenende. Mindestens eins. Ich glaube, nee, mindestens zwei. Ja, manchmal sogar drei, ne? Aber ich glaube, das ist zweiwöchentlich. Zwei Feste sind zweiwöchentlich und ein Festival ist... Oder ein Fest ist wöchentlich. Ja, das ist ja gar nicht mal so schlecht hier. Guck mal an, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da, da. Kommt der Weihnachtsmann und bringt rote Bäume hier. Was machst du denn mit dem Rotstift hier? Grün. Oh, das ist so ein Multifarbenstift hier, oder was? Das ist ja mal cool. Das hätte ich auch gern gehabt, du. Wie geht das? Das ist so ein Rainbow-Stift. Jojo, Yumi, ja, ich mal ein bisschen und dann sieht's schon gut aus. Ja. Geil. Ja, letztes Mal schon ein bisschen die erste Weihnachtsstimmung aufgekommen durch unsere Family, die natürlich wieder die Party-Outfits weihnachtlich angezogen hat. Aber dieses Mal hat's gepasst hier. Schön mit dem Rotstift. Das ist doch schon mal gut. Kann man das jetzt aufhängen? Ich würde das gerne mal aufhängen hier. Wenn es fertig ist, sieht es wieder ganz anders aus hier, ne? Bisschen Nudeln drauf, genau. So. Bisschen malen, bisschen Nudeln. Ach, finde ich schön, oder? So kann ich auch malen. Naja, gut. Hey, ich werde wohl der Künstler. Jetzt wirst du doch kreativ. Wir haben doch gesagt, du bist Social Butterfly hier, Liebling der Massen. Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt hier. Nee, nix Creator World Tool hier in Sims 4 lebst du. Du Armer. Jetzt bist du fertig schon. Oh, das sieht aber gut aus jetzt schon. Ja. Wenn man kein Geld hat, müssen die Kinder ran. Yay, Level 3, Bribbling. Haha, ich bin voll kreativ. Wo ist es jetzt? Oh, das sieht aber schön aus. Winterfeststimmung. Kann man das jetzt aufhängen oder so? Geht nicht, ne? Wieso geht das nicht? Ist da kein Platz oder ist da kein Platz? Braucht man da zwei Kästchen für das Ding? Oh, das ist aber auch fies. Ah, und das wird so ausgeklappt. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, guck mal an. Das finde ich schon mal ganz geil. Das finde ich schon mal ganz geil. Also mal wirklich jetzt, oder? Hier Daumen nach oben, Leute. Jetzt kommt da ein bisschen Weihnachtsstimmung hier rein. Jetzt gehst du zum Kamin. Ja, bei uns ist kalt. Ich weiß. Ich weiß wirklich. Du bist auch schon wach. Ihr seid alle schon wach. Ja, ihr müsst mal aufräumen hier, bitte. Aber nicht mit den Füßchen hier in das... Nein. Ich brauch's nicht aufwischen. Da kommt wieder was raus. Du musst reparieren, bitte. Reparieren. Aber mit den Füßen, mit den... Gummischuhe anziehen, bitte. Ja, ich will keinen Tod hier sehen. Ja, in Wärme versunken, weil ich die in heißer Quelle entspanne. Warst du letzte Folge noch in heißen Quelle? Ja, ja. Aber nicht hier verbrutzeln, bitte. Ich habe immer Angst um meine Sims. Ich mach mal lieber schneller, dann geht's schneller. Vorbei. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Aber den Helm hast du auf, ne? Wer bringt das was dann? Ich glaube nicht. Fies, mit den Socken, du. Ach, sehr gut. Aufwischen, nicht reinstampfen. Wie kommt ihr das in den Sinn? Oh, das ist der Kuchen. Wir müssen den Kuchen noch hier in den Kühlschrank packen. Hier auch noch ein Matcha-Tee-Kuchen. Wir haben so viel Kuchen übrig. So, ihr wechselt schon wieder Windeln. Yuki auch schon wach. Ja, liebevoll umarmen hier. Ihr müsst euch auch mal wieder ein bisschen lieb haben. Weil unser... Über Frost beschweren. Süßigkeiten schwer. Weil unser... Leo, der hegt noch einen Groll gegen Sebastian. Ist das noch aktiv? Ja, schwelender Groll. Oh, das ist noch eine Weile hier, das ist noch ganz voll. Ja, wir haben so ein bisschen als Kind, ne, ignoriert. Da grinst er. Komm jetzt. Skimbo, Young. Oh, dann durchhalten und die Luft umarmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist mit euch wieder los? Nein, bitte übt noch für Weihnachten. Guck mal, Papas hier. Guck mal, was hier der Sohnemann gemacht hat. Ihr müsst ja mal alle gucken. Kann man das auch stolz vorzeigen oder so? Nee, ne? Oh, ist das gekauft oder ist das von hier, Leo? Hä? Es ist... Hä? Stell sich voll davor, so. Ja, ist okay. Ah, unsere Kinder.
sie mal machen hier. Nur mit deinem Schneeoutfit. Sieh das mal aus, Mensch. Eigentlich wollte ich ja mit euch unsere Kinder malen voll die schönen Bilder. Eigentlich wollte ich ja mit euch heute Snowboard fahren gehen, weil ihr das gewotet habt. Für unseren Leo, ich glaube in Folge 3 oder so. Folge 2, Folge 3. Die klitzekleine Spende. So, spiele Puppen. Ach schön, da finde ich jetzt mal gut. Ja, dann gehen wir nochmal Skifahren hier oder Snowboard fahren. Das finde ich nämlich auch toll. Erstmal Winterbasteleien. Oh, wir wollten ja das noch ausprobieren. Sebastian, musst du mal ran. Alltag nach Winterdeko wühlen. Ja, wühl mal nach Winterdeko. Und dann können wir mal hier gucken, was wir hier... nee, also Podest-Ding gibt's nicht. Was haben wir denn? Fundamentdekoration. Ja, Fundament haben wir auch nicht. Spandrillen. Oh, aber nicht, dass dann hier überall die Spandrillen liegen. Das probieren wir jetzt mal aus. Wir machen dann unsere schönen asiatischen Spandrillen hier Lichterketten ran oder was. Eiszapfen passen zur Dings hier. Oh, das ist natürlich auch schön. Girlande in Rot und Weiß. Aber ich glaube, ich würde es eher so ein bisschen Blinklichter. Oh, nee, nicht Blinky. Nicht Blinky. Ich will nur nicht blinkende Lauflichter. Was ist Lauflicht? Ist das immer Blinklichter? Immer Blinklichter. Da kriege ich nämlich wieder einen Vogel. Blinklichter. Ja, nimm halt die Blinklichter, Mann. Da. Gucken wir mal. Was hast du gefunden? Aus den Kisten kommen. Ah, nochmal so ein Ding. Ja, dann hätte ich mir das eine auch sparen können, du. Oh, und die Zweige. So. Oh, mit Kerzen. Pass auf, du darfst hier nur rein, du Mensch. Die brennen schon hier. Haben wir noch angelassen vom letzten Jahr. Vielleicht sind das so LED-Dinger. So. Okay. Und das Zweige. Oh, das finde ich voll schön. Das passt auch voll gut hier rein in die Bude. Wieso kann man da nichts draufstellen? Dann machen wir das hier noch so ein bisschen Deko, hier komm, Chakalaka. Ja und das Ding, das ist total echte Rentiere, jetzt haben wir bald einen Rentierverkauf hier. Wir haben bald mal einen Rentierverkauf hier, Mann. Wir machen euch mal so, dann seht ihr nicht so geklont aus. Das ist voll creepy irgendwie, wenn die dich gleich nicht so beobachten, ich springe dich gleich an. Also so die Ruhe vor dem Sturm hier so, ganz langsam vorbei und dann rasch. So, wir gucken weiter. Sebastian, was macht ihr? Eigentlich müsstet ihr arbeiten gehen, ja? Wie sieht's denn aus? Mit 4 Stunden bis zur Arbeit. Trainieren gerade erst begonnen. Oh, du musst noch trainieren. Haben wir jetzt ein Ding? Haben wir nicht. Aber das ist doch spannend drillen, oder bin ich blöd? Ich mach mal, neue alltägliche Deko. Dann machen wir mal... Wir sind mit einem Balken da los. Schon wieder Buggy Balken hier. Und der Mensch beim Drillen Zaun. Zaun haben wir auch nicht. Dachrinnen? Haben wir ja gar keine Dachrinnen, oder? Wir haben gar nichts. Wir haben keine Friesen. Wir haben keine Dachrinnen. Wir haben gar nichts. Wir haben kein Dach, kein gar nichts. Ja. Oh, jetzt wird's ja Tag. Guckst du auch? Was machst du? Im Schneespiel. Ich dachte schon wieder zur Arbeit gehen. Oh, ja, geh mal raus hier am Schneespiel. Komm, dein Bruder soll mitkommen. Das singt immer noch hier, tatsächlich. Ja, dann gehen wir morgen Schlitten fahren, oder? Schneeballschlacht, Mann. Oder bau mal einen Schneemann mit deiner Schwester hier. Das kannst du mal machen. Komm mal raus. Komm, wo bist du da? Genau, in dem neuen Outfit letztes Mal auch das Umstyling gemacht, ne? Ja. Yeah. Vorletztes Mal, glaube ich, oder? Nee, letztes Mal. Ja. Komm, spielt mal zusammen. Wir bauen einen Schneemann zusammen. Ja, schön. Oh Gott, Hilfe, Hilfe. Immer diese Box. Ich finde das voll creepy. Ich krieg da gleich einen Herzinfarkt jetzt, wirklich mal. Ich finde das voll schlimm. Oh Gott, ich guck da gar nicht mehr hin jetzt. Und Julian ja auch schon. Sie werden ja so schnell groß. Bisschen Stretching. Und der so, Hilfe, mein Kind. Oh Gott. Eieiei, das haben sie echt wieder scheiße gemacht. Entschuldigung, aber es ist doch echt so.
Ja. So, ein bisschen Schnee spielen. Ja, sehr gut. Macht ihr das. Ist das jetzt vorbei? Nein, Hilfe. Das verstört mich voll. Ich werde voll creepy, komisch. Ich will das nicht. Das zerstört meine Simulation. Ich dachte, wir hätten das letzte Mal in Sims 4 gehabt. Wow, der ist ja cool. Ja, das ist unser Gambling-Schneemann. What? Was macht ihr? Flashkarten? Oh, wie schön. Fragezeichen ist das, oder? Genau, Pfanne. So, was haben wir als nächstes? Was ist das? Da hinten kommen Yamachan. Das ist ein Yamachan. Wer läuft da hinten? Nee, Quatsch, das ist ein Baum. Das ist eine Zahnbürste. Das war ein Brokkoli-Ding. Zahnbürste, was hast du da? Zahnbürste. Kennen wir nicht in Sims, nur als Deko. Genau, Zahnbürste. Wir werden nie benutzt hier. Wir bekommen auch nie gelbe Zähne. Voll toll, oder? So, was ist das? Würfel. Würfel? Nein, Würfel ist Simlish, musst du reden, Mädchen. Nee, ich kann nicht Simlish, Mensch. So, was haben wir jetzt? Nochmal Würfel. Willst du mich verarschen oder was hier? Würfel. Nein, Simlish, musst du sagen. Ich kann doch nicht Simlish. Mamanchi, Papi, ich kann doch nicht, du. Was haben wir jetzt? Klo. Trinken. Nicht trinken. Kommt schon wieder der Baum. Man sieht immer an der Karte schon die nächste Karte. Yamachan. Nix Yamachan hier. Was ist denn mit den Festivals? Da ist ja heute das Festival. Nee, ne? Ach, schade. Wir müssen mal gucken. Oh, ist das schön hier gemacht mit dem Schnee. Mensch, Mensch. Sebastian, guck mal bitte den Festivalplan an. Informationen zum nächsten Festival erhalten. Ja, da müssen wir uns ein bisschen ranhalten jetzt. Oh, du musst auch noch zur Arbeit jetzt. Oh ne, das Ding ist auch schon zur Arbeit. Wie können wir mit Kleinkindern immer zur Arbeit gehen? So. Yuki rein ins Haus, ganz genau. So, du springst mal hier voran. Der muss erst um 9. Oh, es ist schon 9. Und er muss heute ist Freitag. Ding, 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 ding. Das ist Yamachan. Willst du nicht mal ein Foto mal mit Yamachan? Oh, zurückgelassen. Ja, komm mal zu Yamachan. Mach mal mit Bergtanz und dann Selfie. Mach mal Bergtanz und dann Selfie. So. Und was gibt's hier? Also, Lichterfest, findet das Schneefest, das Jugendfest, Sonntag. Schneefest jeden zweiten Samstag, das Lichterfest jeden zweiten Freitag. Ja, wann ist das nächste? Wo gehst du denn jetzt hin? Nicht zur Arbeit. Ja, nee, stopp. Stopp, zurück. Ich will wissen, welches das nächste ist. Das bringt mir ja gar nichts, jeden zweiten da. Ja, weiß ich nicht, ist es diese Woche oder nächste Woche? Wer macht denn diese Aushänge? Hä? Ah, Kapselhotel. Haben wir doch schon mal hier. Lieber die Mitfahrgelegenheit nutzen hier, oder? Kommt bestimmt was anderes dabei rum. Oh. Was guckst denn du so creepy? Ist das so ein Spion oder was? Ah, das Schneefest. 15 bis 0 Uhr am Samstag, also morgen. Ja, Chefo. Ich gehe ja schon. Hey Chef, bin gerade unterwegs. Mein Staubsauger war kaputt, ja? Konnte ich natürlich nicht zur Arbeit gehen, wisst ihr? Deswegen, ich komme gleich erst vorbei, ja? Kein Stress hier. Leistungsverbesserung klein. Okay. Also merkt euch immer hier Taxi nach Hause. Oh, meine oft fehlt sinkt seine Jobleistung, ja. Yuki allein zu Hause. Sitter engagieren. Yuki. Ich bin gerade zur Arbeit, liebe Sitterin. Das Kind springt irgendwo draußen raus rum. Ich hab's nicht gesehen, oder? Yuki allein unterwegs hier. Oh, oh. Yuki allein unterwegs. Yuki reist aus. Yuki reist aus. Wirklich, oder? Yuki, wir hauen ab. So Runaway Toddler hier. Runaway Teen war gestern. Oh, da kommt schon die Lehrerin. Ay, ist das schön hier. Na, im Schnee. Kleine Yuki reist aus. Wo reist du denn hin?
Ach, ein Kleinkind. Doch, laufen wir mal weiter. Bist du hier angekommen? Bist das der Laufen Level 5 hier? Ich ruf doch mal lieber Herr Tintenfisch hier an. Wie hieß er denn nochmal hier? Der mit der komischen... Ah. Was ist denn? Hext der irgendwas oder was? Was hast du jetzt mit dir? Was hast du jetzt gedacht? Das hab ich verpasst hier. Ja, Mann. Pass auf mit deinem Kopf hier. Der Ast da hängt ein bisschen tief. Yuki. Was machst du? Yuki. Yuki. Ah, ah. Ah, also bist du schon rot, Mädchen. Oh, oh. Yuki on the go hier. Yuki Runaway Toddler. Und du bist gerade was umgefallen hier auf meine Kamera drauf. So, über die Brücke, genau, das machst du schon gut. Ah, ich bin ja voll goldig. Aber wieso bist du jetzt so rot, Mensch? Ding, 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 ding. Das ist ja Machan. Guck mal, das ist ja Machan. Jetzt bist du vorbeigelaufen hier. Wer ist dieser Mr. Tintenfisch? Kommt ja an mit dem Fahrrad hier, werde dir fast mein Kind um, du. Was machst du jetzt? Windel benutzen. Nee, 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 du musst mal zu Yamachan, Mensch. Der ist schon vorbeigelaufen, Yamachan. Ach, Yamachan, ja. Yamachan hat ihn gehauen hier auf die Fresse hier, aber bist ja gut gepolstert. Immer freundlich lachen hier. Immer freundlich lachen. Ach Mensch, Yamachan, das ist jetzt nicht dein Ernst hier. Er ist doch mal wieder hier. Aber jetzt ist er auch noch hungrig und muss pieseln. Was ist denn das für eine. Was ist denn das für eine blöde Kindersitterin? Ich will zu Yamachan und Bergtanz machen. Oh, die haut's alle auf die Fresse. Aber Kleinkinder nicht, ne? Da gibt's wahrscheinlich keine Animation. So. Yamachan, wo bist du? Ich will dich treffen. Hallo. Jetzt muss ich erstmal kacken hier. So, Blase steigt. Ganz unauffällig, ne? Immer schön lachen. Ist eher neutral. Aber schon ist alles wieder grün hier. Jetzt ist Yamachan gar nicht mehr da für mich, Menno. Muss ich erstmal Windel benutzen. Komm, das reicht jetzt. Bitte hör auf. Wieso läuft denn die hier am Badeanzug rum? Yamachan, ich hab dich gesehen da hinten irgendwo. Oh, Mensch. Wo ist denn Yamachan jetzt? Bis wir da wieder ankommen? Ist er wieder weg? Ich habe schon gelesen bei euch auf Discord, hat das jemand, glaube ich, geschrieben oder in den Kommentaren. Hier ist ja verschlossen, was soll ich denn jetzt tun? Tja, Mädchen, wer ist denn das Mädchen hier rumgelaufen, ja? Yamachan besucht euch und geht dann nicht mehr, der kommt einfach ins Haus rein, der. Onkel. Wo ist denn jetzt Yamachan, Mensch, Yuki? Bis du ankommst, bist du verhungert, hast du noch was zum Essen? Kannst du während du, guck mal, hast du noch Salat, aber ist verdorben. Der Kuchen auch verdorben. Ja, Mädchen, das ist ein bisschen blöd. Wo ist jetzt Yamachan? Yamachan ist weg, glaube ich. Ich glaube, der ist nicht mehr da. Da ist er doch. Boah, schaffst du das noch? Ja gut, man muss eh wieder zurück nach Hause laufen. Jetzt hat sie voll reingeschlagen. Die Nudel, die Nele, Gänseblümchen. Eieiei. Ich bin Yamachan. Oh, Yuki, das ist aber noch weit. Kann der dir nicht entgegenkommen? Wisst ihr was? Ich mache jetzt was ich sonst nicht mache. Aber ich mache jetzt Bedürfnis-Cheaten, ihr glücklich machen. Hm. Ja, I'm so sorry, aber für das Kleinkind hier, ne, da geht nichts drüber hier. Mhm. Kinder müssen hier Kinderschutzbund und so. Komm, wir wollen jetzt hier noch Yamachan treffen. Aber das ist echt blöd gemacht, dass der wegläuft einfach wieder, ne? Jetzt läuft er bestimmt gleich wieder an uns vorbei. So. Yamachan, ich hab dich gefunden, mein Schatz. Mein Schatz. Hallo, endlich mal gefunden hier. Jetzt bin ich von zu Hause ganz rübergelaufen. Jetzt bin ich schon wieder zu Hause. Guck mir mal ein Selfie. Oh, wie schön. Komm mal nochmal ein Selfie hier. Nicht wieder abhauen, du. Komm, wir tanzen zusammen in Yamachan Tanz. Mount Komorami ist so cool. Erzähl's allen deinen Freunden, damit die in unser Touri-Gebiet kommen, ja? Machen wir nochmal Selfie. Ich mag Selfies. Kleinkinder, wir sind schon Handys. Ja,
Komm, wir machen ein Selfie hier. Genau. Nicht zur Arbeit gehen. Nein. Sebastian ist älter geworden. Hier ist sehr gut. Midlife Crisis warten hier. Eieiei. Baby Bay, willst du bei uns wohnen? Wir haben noch ein Bett frei. Komm, wir machen nochmal ein Selfie hier. Mal 20 Selfies. Ja, ja, voll gut. Das ist dein Handy. Krieg ich das Foto irgendwie zugeschickt oder so? Texte mich bei Simstagram. Ach, das ist ja mal toll. Nicht zur Arbeit gehen. Nein, er sollte zur Arbeit gehen. Was ist das denn hier? Jippa, jubo. Sehr gut. Jetzt geht er schon wieder. Na gut, komm, Yuki, wir gehen nach Hause jetzt. Das war dein Schneetag. Nächstes Mal geht's weiter hier. Da kannst du lieber was mampfen jetzt. Matcha Tekun. Hier im Let's Play oder natürlich auch jetzt schon. Bei einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch Bock habt. Ganz viel Spaß. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.